Bestimmt sitzt ihr auch hin und wieder vor euren Fotos und Videos und überlegt, was nun? In diesem Video möchte ich euch eine einfache Gestaltungsidee an die Hand geben, die ihr für verschiedenste Themen verwenden könnt. Zum Beispiel für Aufnahmen von Ausstellungsbesuchen, für eine Sammlung eurer schönsten Sonnenuntergänge oder aber auch für die Ahnengalerie. Dieses Beispiel hatte Steffen schon in der VIP-Facebook-Gruppe gepostet, aber da es so universell einsetzbar ist, möchte ich es auch hier nochmal mit einem eigenen Video verewigen. Man kann es in Video Vision und Stages nachmachen, in Photo Vision mit Einschränkungen, ich sage das dann an. Ich befinde mich hier in Video Vision. Die Grundlage dieser Galerieanimation ist das Hintergrundbild. Ihr findet hier zwei Wand- und Bodenbilder, die sehr gut geeignet sind. Ich füge ein Hintergrundbild ein und setze dann darauf mein Foto, oder in diesem Fall sind es Gemälde aus dem Amsterdamer Rijksmuseum. Das Bild verkleinere ich und hänge es mir auf die gewünschte Höhe. Und so ein schönes Gemälde sollte auch einen passenden Rahmen erhalten. Da schauen wir mal bei den Bildeffekten. Da gibt es einen Abschnitt namens Rahmen. Da könnte man zum Beispiel diesen dezenten weißen Rahmen wählen. Oder auch hier so ein dezenter schwarzer Rand. Es gibt hier sogar eine Kiefernholzvariante. Die kann man sich im Bildeditor, zumindest in Video Vision und Stages, auch anpassen. Ich werde den Rahmen etwas schmaler machen. Dafür wechsle ich hier an den Reiter Effekte und gehe zum Punkt Rahmen. Ich verkleinere die Ansicht etwas. Und dann verringere ich hier den Abstand zum Bild auf 0,2. Und die Breite des Rahmens auf 80%. Und dann sehen wir, der Rahmen ist schmaler geworden. Und damit wäre die erste Wand fertig. Ich kopiere jetzt nochmal den Hintergrund und auch mein Bild. Das Bild ersetze ich mit dem nächsten, diesmal ein Hochformat. Das darf etwas größer werden. Und dann zeige ich euch hier nochmal, wie man auch einen eigenen Rand machen kann. Dafür gehe ich wieder in den Bildeditor. Hier entferne ich die Bildeffekte, die noch am Bild vorhanden sind, einfach mal alle weg. Und dann füge ich wieder meine einzelnen Effekte dazu. Einmal hier einen Rand. Das wird so eine Art Passepartout in Beige. Und noch ein weiterer Rand. Auch wieder etwas breiter. Dort nehme ich einen helleren Farbton aus dem Bild. Und als zweite Farbe einen dunkleren Farbton aus dem Bild. Und dann lasse ich das als Verlauf durch den Rand laufen. Und alles bekommt noch einen Schatten. Und dann sieht das so aus. Der Rand außen herum hat jetzt so einen leichten Farbverlauf von hellbraun zu dunkelbraun. Und unten und rechts am Rand sieht man einen leichten Schatten. Auf diese Art und Weise könnt ihr euch beliebige Rahmen oder Ränder zusammenstellen. Wählt da entweder einen gleichen Rahmen für alle oder halt immer zum Bild passende Rahmen. Nun geht es daran, die beiden Bilderwände zu verbinden. Ich entferne bei den Hintergrundbildern mal eben noch die Einblendung. Wände und Bilder haben allesamt keine eigenen Einblendungen. Wir lösen das über eine Flexikollage. Also jede Wand mit ihrem Bild kommt in ein Flexikollage-Objekt. Im Augenblick hätten wir jetzt hier noch keinen Übergang. Und damit wir hier einen schönen Wechsel bekommen, erhält die Flexikollage die Einblendung wegschieben. Und zwar von rechts nach links. Und dann sieht der Übergang so aus. Gleich nochmal. So ganz stimmig wirkt es nicht, weil das Bild links und rechts unterschiedlich ist. Links ist die Wand etwas heller als rechts und so etwas kann man ausgleichen, indem man mit dem Spiegelungseffekt arbeitet, den es in Video Vision und Stages gibt. Photo Vision Nutzer, die das Erweiterungspaket Natureffekte haben, hätten den Spiegelungseffekt übrigens auch. Den Spiegelungseffekt kann man direkt auf das Hintergrundbild ziehen und in den Eigenschaften als Winkel 0 Grad einstellen. Und dann sieht man, dass hier jetzt links und rechts das Bild identisch ist, beim ersten Hintergrundbild auch noch. Und wenn ich jetzt den Übergang abspiele, ist es wesentlich gefälliger.
Mehr Informationen zum Bild soll es natürlich auch noch geben. Dafür nutze ich die Möglichkeit der Bildbeschriftung, Bild markieren, an den Reiter Text gehen. Hier füge ich meine Informationen ein und formatiere mir das. Ich wähle eine deutlich kleinere Schriftart und verwende das Hintergrundfüllen. Die Füllung richtet sich nach dem Positionsrahmen. Die Farbe könnt ihr natürlich hier wieder frei wählen. Das Schwarz ist mir aber ein bisschen zu kräftig. Ich nehme hier nochmal was von der Wandfarbe mit der Pipette auf und wähle dann davon eine dunklere Variante. Und dann kann ich mir noch das Aussehen des Hintergrundes anpassen, verkleinere den Positionsrahmen und setze das hier neben das Bild. Diese Beschriftung übernehme ich jetzt auch noch an das erste Bild, also nicht an die Wand, sondern hier an das Bild. Und zwar geht das mit dem Eigenschaften übernehmen. Dafür kopiere ich dieses Bild einmal in die Zwischenablage. Dann gehe ich auf das Zielbild und wähle per Rechtsklick Eigenschaften übernehmen. Und dann hake ich an, welche Eigenschaften jetzt auf dieses erste Bild übernommen werden sollen. Es geht uns um den Text und die Formatierung des Textes und auch um die Hintergrundeigenschaften. Das Ziel ist das Bild. Und dann haben wir den identischen Text an der identischen Position. Hier könnte ich den Text jetzt unter das Bild setzen. Und natürlich muss ich den Textinhalt noch anpassen. Und dann sind wir hier fast fertig. Ich gebe der ersten Flexikollage mal auch noch die Einblendung Wegschieben von rechts. Denn diese Flexikollagen kann ich nun immer weiter kopieren. Ich kopiere also die erste Flexikollage, markiere dann diese, um dahinter einzufügen, und dann tausche ich nur das Bild aus und passe wieder die Beschriftung an. Somit kann ich beliebig viele Bildwände erstellen und relativ einfach schön animierte Bildfolgen komponieren. Es gibt natürlich auch wieder noch einiges, was man variieren kann. Eine Sache wäre zum Beispiel die Hintergrundwandfarbe. Man kann sich die auch ändern, indem man sich die dynamische Rechteckform holt, diese hier zwischen Hintergrund und Gemälde einfügt. Und dann ziehe ich mir im Layout-Designer das Rechteck kleiner, dass es hier bis an die Scheuerleiste geht. Und nun kann ich meine Wandfarbe beliebig ändern und so vielleicht verschiedenfarbige Räume schaffen. Damit die Überblendungen gut funktionieren, solltet ihr dann darauf achten, wenn ihr mit dem Rechteck arbeitet, dass ihr hier unten in den Eigenschaften das Liegenlassen aktiviert. Dann kann auch die Überblendung der Folgeflexikollage darauf wirken. Und ihr könnt natürlich auch Videos an die Wand hängen. Ich kopiere die letzte Flexi wieder als Vorlage und anstelle des Bildes setze ich hier das Video ein. Und das Video verkleinere ich dann auch wieder. Das Bild kann weg. Am Video kann ich nun leider keinen Bildeffekt anbringen, aber ich hatte euch schon mal in einem anderen Video gezeigt, wie man mit der dynamischen Rechteckform jetzt auch Rahmen machen kann. Und das tue ich hier auch. Ich hole mir die Größe des Videos im Bewegungspfadmodus, Pfad kopieren. Und diesen Pfad bzw. diese Größe kopiere ich dann auf die Rechteckform. In den Rechteckeigenschaften kann ich dann den Rand aktivieren und die Farbe für meinen Rand aussuchen. Dann nehme ich auch wieder eine dunklere Variante. Und das Rechteck soll natürlich nicht weiß zu sehen sein, sondern ich mache das weiß transparent und es bleibt nur noch der Rand übrig. Wir haben jetzt einen passenden Rand um das Video. Ich verlängere noch den Rand und dann haben wir ein Video an die Wand gehängt. Eine weitere Variationsmöglichkeit ist es, mit Kameraschwenk-Zoom zu arbeiten. Diesen würde man auch an die Flexikollage anlegen. Ich markiere die Flexikollage, wechsle in den Kameraschwenk-Modus. Ich schneide das Seitenverhältnis hier mal noch zu. Der erste Ausschnitt kann so bleiben.
Dann füge ich eine Marke hinzu und verkleinere meinen Ausschnitt. Das heißt, es wird dann auf das Motiv gezoomt und das soll nicht in 2 Sekunden erfolgen, sondern ich möchte, dass über die gesamte Objektdauer gezoomt wird. Deswegen stelle ich hier beim Zeitstempel Prozent der Objektdauer ein und als zweite Zeitmarke die 100%. Das Objekt wird also von Anfang bis Ende gezoomt. Alternativ könnte man aber auch mit den genauen Zeitwerten arbeiten. Dann kopiere ich diesen Pfad und übertrage ihn auf die Folgeflexikollage. Achte darauf, dass ich im Kameraschwenkmodus bin und gehe auf Pfad einfügen. Und die Bewegung soll jetzt aber genau umgekehrt sein. Also ich möchte vom Detail in das Vollbild und deswegen werde ich den Pfad bearbeiten und umkehren. Also über die gesamte Objektdauer wird jetzt vom Detail in die Totale gezoomt. Diesen Kameraschwenk-Zoom würde man entsprechend immer abwechselnd an den Flexikollagen platzieren und dann hätte man so einen Effekt. Und noch eine letzte Variation für Video Vision und Stages. Man könnte das Ganze auch in einem 3D-Effekt darstellen. Dafür klappe ich das Kapitel hier einmal zu und kopiere mir es. In der Kopie entferne ich jetzt hier die letzten beiden Flexikollagen. Ich habe hier jetzt 3 Bildwände, jeweils in einer Flexikollage. Bei den Flexikollagen entferne ich noch die Einblendung. Außerdem entferne ich noch die Kameraschwenks, indem ich die Marken alle wieder lösche. Diese 3 Bildwände möchte ich dann in den Effekt 3D-Kameraflug legen, der diese dann automatisch abschwenkt. Dafür bereite ich noch etwas vor, und zwar verteile ich jetzt meine 3 Wände im 3D-Raum. Stopp, ich muss erst in den Bewegungspfadmodus zurück. Und dann drehe ich die komplette Flexikollage an der Y-Achse, so dass sie so zum Betrachter steht. Dann versetze ich sie an den linken Rand. Dann klappe ich die erste Flexikollage zu. Diese ist fertig. Die zweite Flexikollage kommt unter die erste Flexikollage. So kann ich beide zusammen sehen. Und diese zweite Flexikollage lasse ich über die Z-Position im 3D-Raum nach hinten treten. Darunter kommt dann die dritte Flexikollage. Und diese setze ich analog zur ersten Flexikollage, so gedreht, an den rechten Rand. Jetzt habe ich hier den Eindruck eines Raumes, überprüft im Vollbildmodus, ob alles bündig aneinander passt. Ich setze hier die mittlere Flexikollage doch noch einen Müh weiter nach vorn. So passt es besser. Oben und unten sehe ich jetzt schwarz, dagegen hilft aber die dynamische Rechteckform. Dieses Rechteck fungiert als Decke und Boden. Als Farbe nehme ich einen Ton aus unserem Hintergrund, aus diesem Wandbild. Und das mache ich ein bisschen als Verlauf. Ihr werdet gleich sehen, warum. Der Verlauf soll wieder von oben nach unten gehen, also oben hell, unten dunkel. Und zusammen mit meinen 3 Bildwänden sieht das nun so aus. Das wirkt so ein bisschen wie ein dunkler Teppich und oben die hellblaue Deckenfarbe. Dann hole ich mir den 3D-Kamerafluge-Effekt, ziehe ihn mir hier unter das Rechteck. Die Platzhalterbilder kann ich allesamt entfernen und stattdessen kommen jetzt die Flexikollagen in den 3D-Kamerafluge-Effekt. Hier ändere ich noch die Einstellung. Ich möchte einen Zoom von 100%, das heißt, die Bildwände werden mein ganzes Bild ausfüllen. Und ich möchte keine Rückkehr in die Ausgangsposition. Wenn man jetzt so etwas im Zusammenhang mit einem 3D-Effekt sieht, dann liegt das daran, dass sich mehrere Objekte in ein und derselben Ebene befinden. Also sowohl das blaue Wandbild als auch das Gemälde und die Bildbeschriftung liegen an der identischen Z-Position von 50%. Um dieses sogenannte Z-Fighting zu vermeiden, geben wir für Bild und Bildbeschriftung einfach andere Werte an als für das blaue Wandbild. Das blaue Wandbild behält die Z-Position von 50%, das Gemälde erhält den Z-Wert von 49% und die Beschriftung 48%. Das wiederhole ich jetzt bei allen
Flexicollagen, das blaue Bild bleibt, das Gemälde bei 49% und die Beschriftung bei 48%. Und auch nochmal bei der dritten. Blaues Bild bleibt, Gemälde 49% und Beschriftung 48%. Ich spiele das gleich ab. Alle Beispiele gibt es auch wieder als VIP-Projekt und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und auch über eure Kommentare. Danke!